Moin Moin Kradojana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Wir packen was aus Video. Wir haben wieder was bekommen, ein Riesenpaket gefüllt mit, ich schätze mal wieder allerlei Dingen, die gut für, ihr wisst schon. Mit dabei heute die kleine Blackie. Hi, sag mal hallo. Miau. Ja, genau du. Ja, genau. So, immer schön die Gespräche zu führen. Die kleine Fine ist ja auch irgendwo. Wundert euch nicht, wenn hier so ein Schatten in meinem Gesicht ist. Ich habe die Lampe dahinter gerade angemacht. Die strahlt nämlich von da oben. Und wir werden jetzt hier zusammen das Ganze auspacken. Ich werde euch mal versuchen... Hey, da bist du ja. Na, du kleiner Wurm. Guck mal hier, guck mal. Ey. Nicht am Hintern schnüffeln. Na, du. Noch Gottchen, ist die süß. Noch so klein, die kleine Fine. Ne? Ja, du süße, süße, süße. Ja, du süße, süße. So, dem Kenner hier von Team Kado ist es aufgefallen. Der Kado hat eine neue Couch und einen neuen Sessel. Der Sessel ist ein bisschen groß für die Bude, aber meine Couch, die ist total geil. Hier an der Seite Leder und hier ist so ein Stoffbezug. Genau das Richtige für die Katzenkrallen, ne? Ey, lass meine Flasche in Ruhe. So, nun geht's aber los. Wir packen aus. Wir machen jetzt erstmal hier das coole Paket auf und haben da drin einen Brief. Liebes Team Krado, viel Spaß mit dem kleinen Nachschubspaket, denn Hunger macht böse. Oh ja, das wissen wir, vor allem beim Krom. Bleibt so wie ihr seid, mögen die Tops nicht mit euch sein und die Gegner immer eine Brandwahrscheinlichkeit von 0% haben. Momentan läuft es bei uns noch ein bisschen anders. Gefühlt steht ja keine 0, sondern eine 100, aber danke, wir werden es versuchen umzusetzen. Grüße gehen raus an Black Chinere, den Muchmann, die Mizis, Kromdog und natürlich den Chef persönlich. Bin ich. Gute Jagd und Grüße, Sir John Great Britain. Elfinchen, ich soll dich grüßen. Soll dich grüßen. Was machst du hier? Nicht hinpullern. Nicht hinpullern. Grob. Ich habe es jetzt langsam so hinbekommen, dass die kleine Mietz nicht mehr in mein Bett pinkelt. Muss jetzt aber mein Bettzeug da oben immer über die Tür hängen den ganzen Tag, damit sie gar nicht in Versuchung kommt. Ist momentan ja alles ein bisschen anstrengend. So, wir haben hier was Schönes zum Auspacken. Wir haben... Chips. Erdnussflips mit Sonnenblumenöl. Erdnussflips von Wurzener. Wir können ja mal so kurz reinschielen. Alter, was ist da alles drin? Warte mal, ich glaube, ich muss das mal runterstellen. Sonst kriegen wir hier nachher gar nicht alles aufgestellt. Wir haben leckere Erdnussflips. Wir haben leckere Duplo. Duplo Typ Spekulatius. Das kannte ich ja noch gar nicht. Die werden nachher gleich mal probiert. Natürlich nur, um den Geschmack mal zu haben. Denn nicht, weil ich die Packung vernichten möchte. Nein, nein. Wir haben hier feine Sterne mit Kakao. Französisches Butterfeingebäck. Ach, du ahnst es nicht. Wir werden so fett, Leute. Wir werden so fett. Aber ihr kennt das. Egal, was man isst, man wird immer fetter. Winner mit Nougatcreme. Kenne ich auch überhaupt nicht. Man merkt irgendwie, dass ich bloß Edeka kenne. Was anderes kenne ich überhaupt nicht. Immer und überall nur Edeka. Dann haben wir hier noch Jack Links Beef Jerky Peppered, sprich mit Pfeffer. Beef Jerky Packung finde ich immer ganz lustig. Das sind 25 Gramm und meist kostet so eine ganze Packung dann fast 2 Euro. Das ist so unglaublich teuer, aber auch so lecker. Ihr kennt es, glaube ich, auch. Irgendwer wetzt hier seine Krallen. Ey! Fühnchen? Fühnchen? Ja, wo ist sie denn? Da ist Blackie. Fühnchen. Kurios. Da hat noch einer seine Krallen gewetzt. Wir können die Mizis aber vielleicht anlocken, denn hier ist noch was Schönes für die kleinen Mizis. 10 Kauröllchen mit Geflügel und Leber. Das hört sich doch gut an. Und ich würde mal sagen, ich stelle die Kamera, versuche die Kamera hier mal ein bisschen abzustellen. Ups. Die Beine festzuhalten. Ah, die erste Mizi, die weiß sofort, was Sache ist. Hey, Kleine. Guck mal, was wir hier haben. Ach, hier unter mir bist du. Und ich habe dich schon gesucht, Kleine. Da hast du dich versteckt. Das sollst du essen, nicht damit spielen. Muss ich dazu sagen, ich hatte sie vorhin gerade gefüttert.
glaube, der Spieltrieb ist gerade höher. Und jetzt liegt's unterm Sofa. Nice. Danke, Mietz. Immer wieder schön mit dir. So, die werden sie auf jeden Fall alle verputzen, das kann ich euch versprechen. Da wird schon gekaut, ne? Ja, da wird's vernichtet. Na, Blackie, du auch? Doch, jetzt wird's weggemampft. Sehr schön. Die Mietzis freuen sich auch. Hier haben wir noch zarte Häppchen mit Huhn und Truthahn. Zarte Häppchen mit Kalb und Pute. Zarte Häppchen. Lauter zarte Häppchen. Mit Rind und Lamm. Alter, was ist hier alles? Dann nochmal zarte Häppchen. Nee, zarte Streifen mit Kalb, Gartenkräuter und Soße. Alter Schwede. Was die Katzen immer essen. Lauter so leckeres Zeug, weißt du? Zarte Häppchen mit Ente und Leber. Nochmal zarte Häppchen? Doch, tatsächlich. Und zarte Häppchen mit Huhn und Truthahn. Das hatten wir, glaube ich, schon einmal. Und noch mehr zarte Häppchen? Nee, jetzt kommt zarte Häppchen für den Krado. Salamisticks, pikant, luftgetrocknete Mini-Salamis. Original französisch, geil. Oh, ist das alles lecker, das ist alles so lecker. Beef Jerky gepfeffert, das legen wir gleich mal zu dem anderen. Das ist was für den Krom genau das Richtige ist. Cremige Sahnekaramellen haben wir hier, extra zart. Alter, mein Tisch, der reicht überhaupt nicht. Bist du des Wahnsinns, was schickst du uns denn hier alles? Ich habe hier kaum was rausgenommen aus dem Fach, aus dem Karton. Knusperflocken sind total geil, die gibt es auch mit weißer Schokolade. Die sind, oh, Knusperflocken ist so geil, was machst denn du da? Toll, wieder unter das Sofa, alles klar. Hier haben wir eine wunderschöne Pringles-Packung. Pringles Hot and Spicy. Upp, die kommt dahin. Salami Steaks Walnuss. Oh, cool. So ein bisschen Walnussgeschmack in der Zugeul. Sag mal, was sind das alles für leckere Sachen? Ich lebe hier irgendwie am falschen Ort der Welt. Für uns gibt sowas alles gar nicht. Cashew Peanut Mix Honey and Salt. Ernsthaft? Gesalzene Erdnüsse und dazu denn noch Honig? Die sind aber in so einer Teigummantelung, ne? Alter, was ist das denn Geiles? Oh, die werde ich nachher auch mal probieren. Dann haben wir noch Lachgummi Softies. Das passt zu uns. Wir sind ja die Obersofties. Saftig gefüllt. Ich frage mich immer, wenn ihr das hier so seht, wenn ich hier sowas auspacke, kriegt ihr da eigentlich Hunger? Wenn ihr diese Packung Shock It jetzt seht, bunte, dragierte Erdnüsse, wenn ihr das jetzt so seht, kriegt ihr da Hunger? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh, Alter, mein Tisch reicht überhaupt nicht. Dann haben wir eine Riesentafel Toffee-Ganznuss. Oh, geil. Oh, das wird alles so ver... Ey, was machst du da? Was machst du da? Übrigens nicht wundern, dass der Blackshirt nicht dabei ist. Der pennt nämlich schon. Der muss nachher auf Arbeit sein. Mr. Jim, was ist das denn? Peanut und Schokolade. Das habe ich ja noch nie gesehen. Mr. Jim. Willst du noch einen Mr. Jim-Riegel? Oh, das hört sich an nach Bonbons. Zitronenbonbons, Lemon Candies. Sky Candy. Das ist doch was für den Mochmann. Kann er wieder schön knuspern in unseren Folgen. Dann haben wir hier Ragusa Blond Karamell. Riegel aus weißer Schokolade mit karamellisiertem Milchpulver, Praline, Füllung und ganze Haselnüssen. Oh, Alter, ernsthaft? Oh, Alter, ich werde jetzt mal. Kann ich auch mal irgendwas gesund? Nee, nein, braucht nichts Gesundes drin sein. Ist schon geil, so wie es ist. Kommt gar nicht auf so eine Ideen. Oh, Gott, das liebe ich ja auch. Weiße Nuss und Crisp. Oh, ich würde am liebsten sofort, Alter, was ist das hier Geiles? Das sieht ja cool aus. Tweets, the Peanut Company, Peanut Butter Buttons. What? Okay, Erdnussbutter gefüllt mit, nee, Erdnussbutter, Schokoladendinger gefüllt mit Erdnussbutter, ernsthaft? Oh, Alter, da kann man doch gar nicht mehr aufhören zu essen. Mini-Brownies. Tims Mini-Brownies. Oh, alter Schwede. Ich glaube, der liebe Sir John hat hier einmal den kompletten Laden leer gekauft.
Knuspergipfel, feinste Pralinen. Das wird nachher auch noch mal probiert, aber nur so, nur die Hälfte. Die esse ich ja auch total gerne, habe ich früher schon immer gerne gegessen. Die Ja Orange Cake mit Zartbitterschokolade. Die sind sehr eigen vom Geschmack her, aber wenn man erstmal einen gegessen hat, kannst du nicht mehr aufhören, die zu essen. Und die haben auch fast keine Kilokalorien. Nee, das ist. Da gucken wir gar nicht rein. Das ist ganz gesund, Leute, ganz gesund. Und dann, passend zur Vorweihnachtszeit, die ja bald beginnt, eine Riesenpackung Lebkuchen, umhüllt mit Zartbitterschokolade, Herzensterne und Brezeln. Oh, wer miaut hier? Was los, Poschi? Was los? Komm her. Ist irgendwo da hinten. Alter Schwede, Sir John, bist du wahnsinnig? Was hast du uns denn hier alles geschickt? Das Ganze werde ich natürlich... Warte mal. Ich drehe mal wieder die Kamera um. Das Ganze werde ich natürlich aufteilen. Der Krom und Blechschi und Dolox und was weiß ich nicht, wer alles noch. Die werden alle ihren Anteil hier bekommen. Der Niere vielleicht auch, wenn er davon irgendwas haben möchte. Aber bei dem ist mit Süßigkeiten immer ein bisschen schwierig. Der Oberhammer Sir John, vielen lieben Dank für dieses extreme Paket. Also unsere nächsten 3 Tage sind gesichert. Das sollte auf jeden Fall reichen. Neben den 3 Hauptmahlzeiten, die man so zu sich nimmt. Hey, guck mal her, Kleine. Ja, du bist hier. Hey. Komm mal her. Komm mal her. Die miaut die ganze Zeit. Okay, ich muss mich um Mizi mal kümmern. Die hat irgendwie gerade irgendwie was. Kann durchaus sein, dass sie gerade wieder Richtung Klo will und ich muss mich beeilen, bevor sie wieder auf mein Bett pinkelt. Vielen lieben Dank, Sir John, für dieses hammergeile Paket. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir das Ganze hier zusammen ausgepackt haben. Ist immer wieder spannend, was ihr uns hier doch so zukommen lasst. Wenn ihr uns auch mal ein Geschenk machen wollt, einfach mal in der Kanalinfo gucken bei YouTube. Da findet ihr unsere Versandadresse, da kommen Pakete etc. alle denn immer an. Und dann kann ich das Ganze auch gerne in so einem coolen Videoformat denn hier machen. Und beim nächsten Mal ist vielleicht auch der Blechschnitt wieder dabei. Vielen lieben Dank fürs Schicken, Sir John. JB, irgendwie so spricht man das bestimmt aus. Dankeschön und haut rein. Bis zum nächsten Mal.